Die Piratenkids haben sich im Oktober im letzten Jahr gegründet. Da haben wir diese Einrichtung hier eröffnet. Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem Situationsansatz. Wir fangen die Kinder da auf, so wie sie hierher kommen. Und dann greifen wir die Sachen, die die Kinder uns antragen, die verarbeiten wir dann in den pädagogischen Alltag. Unsere Erzieher beobachten ja die Kinder viel und sehen ja, womit sie gern und viel spielen. Und wir richten uns dann danach und gestalten mit den Möbeln die Räume so, wie die Kinder es benötigen. Na, bei der Umgestaltung des Raumes haben die Kinder auch immer wieder, oder auch wir Mitarbeiter, einen anderen Blick in diesem Raum. Er ist eben individuell gestaltbar und sieht auch immer wieder anders aus. Wir setzen die Paneele unterschiedlich ein zu der Raumgestaltung, je nachdem, nach den Bedürfnissen der Kinder, und dann stellen wir die Möbel unterschiedlich zusammen. Wenn sie halt in der Bücherecke spielen möchten und wir bekommen das ja dann mit, dann stellen wir die Bücherecke dementsprechend zusammen oder die Leseecke oder Kuschelecke unterschiedlich. Die Rückwände der Möbel benutzen wir. Wir benutzen die Klettwände und dann drehen wir die Schränke, und auf der anderen Seite hat man eine Magnetwand und dann können die Kinder dort ihre Porträts anheften mit Magneten. Wir machen oft Gebrauch von der Höhenverstellbarkeit der Merkzwecktische. So können wir uns an den Größen der Kinder orientieren. Für mich ist eben wichtig, dass man die Räume individuell gestalten kann. Und wir können mit Roomscapes die Räume besser gestalten als mit herkömmlichen Möbeln. Meine Erfahrungen mit der Raumplanung von Community Placing waren sehr gute. Also ich wurde sehr gut beraten und auch informiert, und es war in ständiger telefonischer Kontakt und man ist auf unsere Bedürfnisse auch eingegangen. Über die Einrichtung, den Service und die Produkte von Community Placings bin ich sehr zufrieden und würde das jederzeit jeder anderen Einrichtung weiterempfehlen.